Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal was Neues zum Thema Camper. Ich möchte an einem Projekt weiterarbeiten, das ich bisher noch nicht angefangen habe, beziehungsweise nur einen Teil davon gemacht habe. Deswegen habe ich heute schon wieder Schutzausrüstung angezogen und dann werde ich jetzt gleich bei toller Hitze draußen im Garten mir ein paar Teile zusägen. Wie ihr sehen könnt, haben wir draußen 28, noch was Grad. Ist ein bisschen unschön. Aber ich habe mir auf jeden Fall schon einen Plan gemacht, was ich alles für Teile brauche und dann geht es auch schon los. Kurz zum Hintergrund, dieses Teil ist eine Ergänzung zu dem, was ich hier oben gebaut habe. Hier steht aktuell meine Tiefziehvorrichtung, weil die Form allerdings schon einen Monat trocknet. Ich habe die ja ausgegipst, wie ich euch gesagt hatte, und ich kann die euch auch mal kurz hier zeigen. Die steht jetzt nämlich hier oben. Diese Form ist ausgegipst, ist allerdings nach einem Monat immer noch so nass oben, dass die einfach noch nicht verwendbar ist. Immer wenn ich drauf fasse, ich merke direkt, wie die Feuchtigkeit oben dran liegt. Weil halt die Feuchtigkeit aber auch nur nach oben raus kann und der Rest, der unten dicht ist, geht es leider nicht anders. Deswegen muss ich jetzt einfach noch eine Weile warten, bis ich diese Form tief ziehen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal meine Teile zusägen, um eben, wie schon gesagt, hier meine ganzen Bauteile für dieses Projekt zu haben. Der Hintergrund ist eigentlich, dachte ich, ich nehme diese Maße und das CAD habe ich ja eh schon. Dann packe ich das alles auf eine CNC-Fräse und fräse mir die Teile aus, habe keine Arbeit mehr damit. Das ist auch noch weiterhin geplant, allerdings habe ich noch keine CNC-Fräse. Das ist nämlich erst ein Projekt, was ich nächstes Jahr oder Ende des Jahres für den Winter anfangen oder angehen möchte. Das soll nämlich so ein Winterprojekt sein, wenn man nicht viel raus kann. Dann möchte ich da eher so ein bisschen meine Werkstatt in dem Sinn ein bisschen upgraden und mir eine einfache CNC-Fräse bauen. Ich hatte das schon mal mit Goldie und Dodo vom Gaming-Kanal drüben. Da haben wir schon mal ein bisschen drüber getalkt, weil die beide ja mit CNC-Maschinen und so arbeiten und teilweise da auch Teile herstellen. Das, was ich bauen möchte, ist jetzt nicht so ein High-End-Produkt, wie die es kennen. Man kennt das, ist so eine riesen Fräsmaschine, eine Anlage, die so hoch ist oder so groß ist wie ein Einfamilienhaus gefühlt. Das will ich nicht. Ich will eine einfache CNC-Fräse mit drei Achsen, X, Y und Z, die dann halt mir Platten oder kleine 3D-Bauteile machen kann, bis zu einer Höhe von, sagen wir mal, 50 mm oder so. Die fräsbare Größe soll dann irgendwas so zwischen 50 x 50 cm haben und dann eben mir so einfache Bauteile, wie zum Beispiel solche Platten, einfach easygoing fräsen können. Das ist so der Wunsch. Das möchte ich auf jeden Fall angehen. Da habe ich schon ein paar Ideen und ein paar Sachen ausgetestet, beziehungsweise schon ein paar Sachen überlegt. Ich habe noch nichts bestellt. Das kommt dann alles erst gegen Herbst. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal in den sauren Apfel beißen und diese Dinger bei fast 30 Grad im Schatten draußen fräsen, beziehungsweise zusägen. Und jetzt muss ich dazu erstmal runter in den Keller Material suchen. Also, ab dafür. Ich bin auf der Suche nach Material. Also, ich habe hier eine große Dachplatte noch übrig, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich habe hier nur Dünnplatten und wie auch schon beim anderen Schrank möchte ich diese Dinge als Querverstrebungen benutzen und dann eben die Platten immer nur anschrauben und damit eben den Korpus generieren. Ich möchte nicht wie beim Bett auch schon die großen dicken Platten aneinander leimen, einfach weil diese großen dicken Platten arschteuer geworden sind und ich das Material einfach noch da habe und günstig auf Kleinanzeigen gefunden habe. Ihr seht auch jetzt hier noch einen Stuhl und noch hier fahren noch ein paar Scheinwerfer rum. Das sind alles Projekte für später mal. Also nehme ich die auf jeden Fall hier mit. Das ist tatsächlich der komplette Rest, den ich noch habe. Das wird schwierig. Gehe ich stark von aus, dass das echt schwierig wird. Also, was haben wir denn hier? Ich habe hier auf jeden Fall noch zwei ganze Platten, dann habe ich noch eine halbe, ja, wobei das könnte schon reichen. Was haben wir hier noch? Ach, das war der Deckel für was, ja, okay. Das hier ist eigentlich noch ein anderes Projekt, das würde ich ungern erstmal von Anfang nutzen. Also ich habe auf jeden Fall noch zweieinhalb ganze Platten. Dann nehme ich die jetzt einfach beide mit, oder alle drei mit hoch und schaue mal, was draus wird. Mehr ist, glaube ich, erstmal von Anfang nicht. So, wie ihr gerade schon bemerkt habt, ich habe das ganze Zeug jetzt rausgebracht. Ironischerweise fängt es genau jetzt an mit Regnen.
Ich bin mal gespannt, wie lange ich das hier treiben kann, weil ist ja ein bisschen überdacht und normalerweise sollte hier hinten jetzt nichts passieren. Dadurch den Regen wird es ein bisschen abkühlen, das heißt, es wird auf jeden Fall entspannter als die 28 Grad, die wir eben noch hatten. Hoffentlich wird es nicht zu viel Regen, weil dann muss ich mit dem ganzen Holz reingehen, was ich echt gar keinen Bock habe. Unten im Keller ist es stickig und hier draußen macht es einfach viel mehr Spaß. Genau, ich habe alles natürlich wieder selbst konstruiert und selbst konzipiert. In dem Fall, ich habe immer noch keinen Drucker, seitdem ich jetzt die 6 Monate, 7 Monate hier in der Wohnung wohne, habe ich immer noch keinen eigenen Drucker und deswegen habe ich es mir einfach nochmal per Hand aufgemalt. Außerdem ist meine Stichsäge zurück von der Reparatur. Die hat sich hier vorne tatsächlich einen Lagerschaden, was dazu geführt hat, dass vor allem beim Pendelhub diese Sägeblatt nicht einfach nur vor und zurück beziehungsweise durch den Pendelhub selbst so ein bisschen vor und nach hinten geschoben wurde, sondern dass es dann ganze Ding einfach angefangen hat zu eiern. Jetzt läuft sie definitiv ruhiger, also ich habe jetzt hier 70% Leistung. Sie läuft einfach viel gerader, viel ruhiger, macht nicht mehr so einen Lärm wie vorher. War vielleicht schon von Anfang an ein bisschen komisch. Der Akku selbst sagt gerade auch so, ja, so 70% noch oder so, also ich hoffe, dass es reicht. An sich guter Service gewesen, gar nicht nachgefragt wegen der Reklamation oder so, einfach direkt eingeschickt, wurde getauscht. Wir haben auch gleich hier vorne noch einen neuen Bügel dran gemacht, der besser ausgerichtet ist. Kann ich mich echt nicht beschweren. In dem Sinne, bevor es jetzt noch schlimmer wird mit dem Regen, hole ich euch wieder unter das Dach und zeige mal die ersten Teile an. Leider haben sich diese Platten mittlerweile auch durch lange Rumstehen im Keller ein bisschen gewölbt, vor allem in Faserrichtung. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr gerade, sondern wenn man so drauf guckt, machen sie jetzt übertrieben gesagt so einen Bogen. Das wird sich hoffentlich ein bisschen ausgleichen, wenn ich die Dinger jetzt zugeschnitten habe, aber das ist halt das Problem mit solchen Materialien. Das Einzige, was ich jetzt noch hoffe, ist, wenn ich damit fertig bin und es nachher angeschraubt ist als komplettes Profil eben an das ganze andere, dass es sich dann wieder ein bisschen gerader zieht. Beim großen Schrank hat es funktioniert, dann denke ich, dass es beim kleinen kein Problem sein sollte. Also, ich fange jetzt am besten mal an hier mit der ersten Wandplatte oder so, ist eigentlich ziemlich egal mit welcher. Die Fasern verlaufen später in diese Richtung. Das ist richtig rum, okay. Gut, dann kann das wieder weg, dann brauche ich auch mal eine andere Platte, um hier den geraden Strich anzuzeichnen. Kennt ihr diesen Duft, wenn es geregnet hat und dann der Regen aufhört und dann die Wärme diesen Duft wieder aufsteigen lässt? Das feiere ich ziemlich. Genau diese Arbeit hätte ich jetzt mit der CNC-Fräse nicht. Ich würde es einfach grob ausschneiden und die Fräse würde den Rest erledigen. Und ich wäre mit der Fräse nochmal 1000-mal genauer und müsste am Ende nichts mehr hinpfuschen. So, die andere Platte ist... Ach stimmt, das ist die gleiche. Da kann ich ja auch nochmal eine 380er draus machen. Dann haben wir vorne und hinten. Das geht fit, auf jeden Fall. Wenn ich es so ein bisschen schubmäßig mache, dann geht es halt weg. Ich denke, das ist gut zum Tragen. Man könnte es noch geschliffen bekommen, da könnte man es retten. Was soll ich sagen? Sieht 10.000 mal besser aus. Natürlich ist es immer noch ein bisschen eichig, aber es hat keine Ausfranzung mehr wie das andere. Es sieht halbwegs gut aus und... Leute, ich glaube, ich muss mal ganz schnell kurz ein bisschen aufräumen. Sieht man das? Alter, hier peitscht der Regen richtig rein. Das ist unnormal. So viel zum Thema geschützt bleiben. Es ist alles nass. So Leute, ihr könnt sehen, hier ein Haufen Staub und ich bin auch komplett durch. Das Wetter ist wieder besser geworden, wie man sehen kann. Und zwar haben wir aktuell so viel Grad und so viel Außenfeuchtigkeit. Natürlich ist mir bewusst, dass mit Holz jetzt bei dieser Feuchtigkeit zu arbeiten ist vielleicht nicht so ganz geschickt, aber jo.
Also gucken wir mal nochmal auf die Zeichnung, dass wir auch alles haben. Wir haben hier eine Frontplate bzw. eine Backplate mit Griff. Wir haben hier die Frontplate mit Eingriff und Griff. Wir haben hier zwei zune Seitenplates. Wir haben den Boden und wir haben Innereien, die wir später noch brauchen. Ich habe mittlerweile eine Handvoll Material. Tada! Und ich habe mittlerweile noch mehr Material. Ich muss zugeben, das ist nicht perfekt geworden, aber das sieht man nachher sowieso kaum. Und ich kann es ja noch ein bisschen mit der Hand nacharbeiten. Ich habe diese ganzen Platten zugesägt, ein bisschen angepasst, maßlich angeschliffen und dann die Oberfläche glatt geschliffen. Das heißt, hier ist alles extrem glatt. Man sieht jetzt jede Einzelheit. Und ich meine, das hier ist nicht ganz so gut abgeschliffen, aber das die Sichtseite auf jeden Fall. Hier nochmal die beiden Seitenteile. Tada! Und ich meine, optisch sieht es doch geil aus, oder? Hier kann man den hier machen. Nochmal kurz als Vergleich. Okay, hier sieht man auch kaum was, weil das Ding draußen ist. Alles sah so dunkel und dreckig aus wie hier. Überall gab es Flecken und Zeug. Ihr erinnert euch, diese eine Frontteil hier hatte hier auch so komische blaue Flecken, die ich eigentlich ursprünglich nicht nehmen wollte. Hier sieht man sie noch ein bisschen. Aber die habe ich jetzt relativ gut weggeschliffen bekommen. Und von daher finde ich das eigentlich schon ziemlich geil. Das hier ist jetzt meine Materialauswahl. Wie ich finde, sieht das ultra geil aus. Vor allem ist das ultra hell geworden auf einmal wieder. Genau das gleiche hatte ich letztes Mal auch bei dem großen Schrank. Und es hat mich einfach übel fasziniert, weil ich einfach, keine Ahnung, aus so Schrottmaterial wird einfach sowas. Und ich denke mir so, geil. Ich nehme als nächstes Dachlatten, säge mir hier Teile zu und schraubt die dann Stück für Stück zusammen, bis das Ding am Ende eben einen Kasten ergibt. Ihr habt im Titel wahrscheinlich schon gelesen, was das ist. Und zwar gibt das einen Sitzhocker mit bestimmten Features. Deswegen auch hier vorne die Öffnung oder eben hier die Griffe und so. Das Ding kommt auf jeden Fall in Bulli, ist danach eine Erweiterung fürs Bett nachts über oder tagsüber eben als Sitzgelegenheit und noch ein paar andere Features, Stauraum und so weiter. Kommt aber alles dann, wenn es soweit ist. Jetzt würde ich euch sagen, genießt doch mal diesen geilen Blick, wie toll dieses Material jetzt mittlerweile ausschaut. Natürlich ist es immer noch Rotzmaterial. Das wollen wir erstmal nicht vergessen. Wir haben hier immer noch Ausreißer und vor allem hier sieht man es ganz gut. Das wird mir auch später beim Anstreichen wieder übel Probleme machen. Aber ich werde mal gucken, vielleicht finde ich, weil ich eh was Neues brauche, der andere ist doch leer geworden, neuen Lack. Und vielleicht finde ich dann irgendwie was, was dicker ist, was nicht so immer so aufwühlt, wenn man drüber streicht. Vielleicht auch irgendwas zum Sprühen, wäre natürlich am einfachsten. Und ja, jetzt packe ich das ganze Zeug erstmal zusammen, mach's noch staubfrei, pack's dann in die Wohnung, damit hier auf jeden Fall an dem hellen Zeug erstmal nichts wieder rankommt. Das wird jetzt wieder über die Zeit ein bisschen dunkler, bis ich es anstreichen kann. Ist einfach dem Material geschuldet. Aber so an sich denke ich, dass es dann ganz gut hinhauen könnte. Und auch die Fehler sieht man jetzt kaum noch. Ich habe das alles ein bisschen angeschliffen und werde ich, wenn das Ding nachher, oder bevor ich das Ding zusammenmontiere, werde ich nochmal die Einzelheiten nachschleifen. Hier gerade solche Übergänge oder so, die man jetzt so auf die Nase nur sieht. Wenn man es halt anfasst, merkt man es. Das sollte man nicht. Also alles, wo man nachher anfassen kann, ist okay. Der Rest ist egal. Ich werde jetzt hier erstmal noch ein bisschen sauber machen. Werde mich erstmal nochmal kurz ein bisschen abschütteln, damit ich keinen Staub mit in die Wohnung trage. Sonst habe ich gleich wieder ein Allergieproblem, wenn ich drin bin. Jetzt geht es tatsächlich draußen gerade. Einfach dadurch, dass alles ein bisschen abgekühlt ist und nicht mehr ganz so schlimm. Aber an sich läuft mir halt trotzdem die ganze Zeit die Nase. Deswegen ist ganz gut, dass ich jetzt aufräume. Genau, ich packe jetzt zusammen, räume auf und dann ist gut.